Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der heutigen Folge möchte ich mit euch mal hier vor das Verlies gehen. Da gibt es nämlich eine Verlies-Quest vom Verlies Nesalas. Das ist ein bisschen oberhalb vom Wegschrein des Grauen Morasts im Gratwald. Und mal schauen, wie lange die Quest wird. Vertraut mir, Tahendil. Magie ist die einzige Möglichkeit, wie so viele Rotwardonen hier so plötzlich erscheinen konnten. Wir müssen sie vom Rest ihrer Truppen abschneiden, bevor eine ganze Armee auf unserer Türschwelle steht. Seid vorsichtig. Eine Armee versammelt sich unter unseren Füßen. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Irgendwie schafft es das Bündnis, diese Ruinen mit Truppen zu füllen. Und es kommen immer mehr, wie aus dem Nichts. Aus dem Nichts? Das muss Magie sein. Es gibt keine andere Erklärung. Das ist der einzige Ein- oder Ausgang zu den Ruinen. Die Rotwardonen müssen offenkundig ein Portal benutzen, um in die Ruine zu kommen. Sie hoffen wahrscheinlich, dass sie sich verborgen halten können, bis ihre Streitmacht groß genug für einen Angriff ist. Was wollt ihr denn dagegen unternehmen? Wenn es ein Portal gibt, und ich fresse meine Rüstung, wenn es keines gibt, müssen wir es versiegeln, ehe Verstärkung eintrifft. Ein einzelner Speer wird es leichter haben als eine ganze Streitmacht. Wir haben ohnehin nicht genug Leute, um uns ihnen im offenen Kampf zu stellen. Lasst mich das machen. Das weiß ich zu schätzen. Nehmt diesen Stab und verwendet ihn, um das Portal zu stören. Aber seid vorsichtig. Versucht nicht, gegen alles und jeden zu kämpfen. Es wäre die reinste Verschwendung, wenn ihr sterben würdet, bevor ihr dieses Portal geschlossen habt. Ja, aber gegen alles und jeden kämpfen tue ich doch sonst auch immer. Naja, gut, okay. Ich gebe jetzt ruhig, ich renne mal durch. Ach, ich dachte gerade schon. Ich wollte gerade den Bogenschützen hier angreifen. So, dann schauen wir mal. Direkt links rum können wir nicht. Das heißt, wir müssen erstmal durch das ganze Verlies kommen, dann gleichzeitig aber auch an allem vorbei. Naja, wenn der Boss denn da ist, wo wir dran vorbeikommen wollen. Das ist doch schön. Dann machen wir das doch mal. Funke, bist du eigentlich da? Doch. Die ist so ruhig heute. Ich soll nicht gegen alles und jeden kämpfen, also mache ich das jetzt nicht. Guten Tag, hallo. Aber ihr seid eine größere Gruppe, gegen euch müsst ihr mal kämpfen. Da kommt meistens auch ein bisschen Geld raus, deswegen. So. Ist alles das Gleiche. Oh, jetzt bin ich ein bisschen sehr knapp gelaufen. Das wollte ich nicht. So, was ist denn mit euch? Weil Einzelne, die bringen mir dann auch meistens nicht so viel Geld, muss ich dann gestehen. Er macht Funke dann in der Regel fertig. Ja, die Reaktion kam jetzt unheimlich früh. Nachdem ich eben schon dreimal drauf gedrückt hatte, aber nichts passiert ist. Das ist kein Thema. Ah, sehr schön. Dann gehen wir auf den Boss. So, irgendwo hier, da, ist noch eine Scherbe. Gut, was hat der denn dabei? 24 Gold, der hat so einen hohen Rang und hat gerade mal 24 Gold dabei. Sauerei, wirklich. So, sonst haben wir hier nichts, dann können wir direkt raus. Ich meinte eigentlich, hier standen immer welche, aber egal, das nehmen wir jetzt natürlich direkt mit. So. Können wir nicht, na gut. Da wir hier so schnell nicht mehr reinkommen und auf direktem Weg sowieso nicht. Oh Gott, jetzt bist du auch schon wieder da. Sag doch, die Einzelnen, die geben mir oft kein Gold. Ich weiß nicht warum. Die werden zu schlecht bezahlt, habe ich so das Gefühl. Ich
Mich brauchst du nicht erschießen, ich gehöre zu den Verbündeten. Da ist er. Hattet ihr Glück? Habt ihr die Quelle der Invasoren gefunden? Ihr hattet recht mit dem Portal. Ich habe es mit dem Zauberstab geschlossen. Hervorragend. Um ehrlich zu sein, ich war nicht sicher, ob ihr zurückkehren würdet. Das ist eine wirklich glückliche Wendung. Jetzt können wir dieses Gebiet sichern und dafür sorgen, dass es in dieser Region keine Schwachstellen mehr in unserer Verteidigung gibt. Ihr habt meinen Dank. Ich habe 2 Leute, glaube ich, noch übrig gelassen, aber mit denen werdet ihr schon fertig, ne? Wir haben einen schweren, passgenauen Gürtel ohne Set erhalten. Und gut Gold. Das ist immer gut. Ja, jetzt ist die große Frage. Ich würde das nämlich gerne hier unten in der Ecke erstmal abschließen. Da wäre dann nur die Frage zu klären, wie kommen wir jetzt am besten hier hoch? Weil ich glaube, dass man hier gar nicht so wirklich hochkommt durch das Gebirge. Wir probieren es trotzdem mal aus. Ich setze mir da mal ein Zeichen hin. Vielleicht können wir dann besser navigieren. So. Seid live dabei, wenn ich versuche, das Unmögliche möglich zu machen. Ja! Ach, sind wir schon wieder hier bei der Hütte? Nein, lauf doch nicht dagegen. Doch, aber Moment, hier kamen wir doch hoch. Ja, helf mir! Ja, für dich habe ich gerade leider keine Zeit. Hier gibt es eine Treppe hoch. Die Frage ist, ist das der Eingang zu der Höhle? Das sieht gut aus. Aber wo ist die Quest? Ist die drin? Moment, ich sehe hier gerade gar nichts mehr. Ich glaube, die ist drin, so wie das aussieht. Ja, da ist sie. Dieser kaschitische Söldner wurde vor kurzem erschlagen. Es gibt auf der Vorderseite seines Körpers keine sichtbaren Wunden. Die Leiche untersuchen. Als ihr den Körper des Kachit zur Seite rollt, entdeckt ihr mehrere grausame Wunden in seinen Rücken. In seinen Gürtel steckt zudem ein zerfleddertes Stück Papier. Dann untersuchen wir das Papier doch mal. Ein zerknüllter Steckbrief, der vor lauter darauf verschmierten Blut kaum noch zu lesen ist. Ihm zufolge ist ein Kopfgeld auf den Ork Skolak ausgesetzt, der zuletzt bei der Morbamine gesichtet wurde. Er wird wegen Raub, Mord, Entführung gesucht. Die Belohnung kann bei Lieutenant Kurineire in Eldenwurz abgeholt werden. Nehmen wir mit und kümmern wir uns drum. Das ist dann wahrscheinlich der Verliesboss, nehme ich an. Ja, ja, wird schon angezeigt. So, nächste Frage wäre, links ist wieder abgeschlossen. Das heißt, wir müssen rechts rum. Und wir wollen natürlich auch den... ist frei. Lauf. Wir wollen natürlich auch die Scherbe mitnehmen, das wollte ich sagen. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Was machst du denn hier? So. Komm, dann machen wir die jetzt auf. Manchmal haben auch die Einzelnen Geld dabei. Komischerweise nicht oft. Ich weiß nicht, warum. Hallo? Ich kann es nicht glauben. Ja, das ist ja toll, dass du das nicht glauben kannst. Musst du deswegen meinen Weg versperren? Ich glaube, tack. Die Mine ist... die Mine. Die Scherbe ist, glaube ich, oben, ne? Kommen wir hier rüber ran. Hallöchen. Tada. Ich kann es nicht glauben. Frei. Ja, du bist frei. Funk, hast du mich jetzt gerade erschreckt. Kamst du denn jetzt auf einmal her? So, wir müssen... nicht dahin, sondern irgendwie dahin. Dahin, ne? Ja. Da ist der Boss. Da ist der Boss. Wo ist er denn? Hallöchen. Also Boss, ne? Der gesuchte Verbrecher quasi. Ja.
So, was hat so ein gesuchter Verbrecher denn alles um sich rum? Nichts, was man mitnehmen kann, alles schon geöffnet. Was ist denn das für eine Sauerei? Na gut. Wo sollten wir uns jetzt mit dem treffen? Achso, Eldenwurz war es, genau. Dann porte ich mal eben nach Eldenwurz und wir sehen uns gleich dort wieder. Städte so. Können so launisch sein wie Menschen, was haben wir denn aber auch so wunderschön. Seltene Importe. Okay. Das war nicht in Eldenwurz, das war irgendwie hier vorne, glaube ich. Könnt ihr mir jetzt mal nicht immer ins Wort reinplappern? Wir haben eure Reisen durch Gratwald beobachtet. Und wir benötigen eure besonderen Talente. Ja, der führt mich dann eigentlich wieder nach Karkstein. Wo wir aber schon alles, glaube ich, gemacht haben, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir jetzt alle Quests gemacht haben. Nee, alle Quests hatten wir noch nicht gemacht. Also zumindest die Quests hier in diesen, doch heftigeren Gegenden, sage ich mal, alleine. Weil sie hat ja jetzt auch keine gute Ausrüstung, muss ich dazu sagen. Die Quests haben wir definitiv noch nicht gemacht. Ja gut, und die Bosse hat sie halt noch nicht gemacht. Aber die normalen Quests, da sehe ich auf jeden Fall keine mehr von. Die haben wir auch soweit alle durchgearbeitet, soweit ich mich erinnern kann. Ich spreche mal eben mit ihm. Wenn ich da jetzt irgendwas annehme, wo ich aber jetzt mehr machen muss, dann lösche ich diese Quest wieder. Wenn ich aber nur mal eben rüberporten muss, dann... Obwohl, Moment, wir machen das nach der Reihenfolge. Das weiß ich längst, Geschwänste. Ich hörte das Planet. Ja, das weiß sie längst. Das ist okay. Das ist aber nicht hier, das ist da hinten. Oh, na das muss ja ein Anblick gewesen sein. Wir testen das jetzt aus. Wir sprechen jetzt erstmal mit dem einen hier. Oder der einen. Ich denke mal, es ist... Ja. Ah, hier. Doch nur sie. Wenn ihr nicht in Angelegenheiten des Dominions hier seid, müsst ihr weitergehen. Meine Zeit ist kostbar. Ich habe Skolak getötet. Hier ist der Beweis. Sicher eine grausige Trophäe. Aber wir haben ihn schon zweimal für tot gehalten, nur um die schmerzhafte Erfahrung machen zu müssen, wie sehr wir uns damit geirrt hatten. Es gibt viele trauernde Familien, die über Skolaks Tod erleichtert sein werden. Hier ist eure Belohnung. Ihr habt sie euch redlich verdient. Wir haben flüsternde Handschuhe erhalten. Wenn wir ganz leise sind, hören wir sie vielleicht flüstern. Leichte Handschuhe in verstärkt, allerdings ohne Set, haben wir erhalten. Und dann reiten wir nochmal eben zurück. Also ich werde jetzt keine Quest in Karkstein machen, logischerweise. Aber wenn das tatsächlich nur ist, dass wir das annehmen müssen, weil er uns nach Gratwald führen will. Nach Karkstein führen will. Und, Wartet. Ja, da müssen wir dann nur noch mit jemandem reden oder so. Beobachtet. Und wir benötigen eure besonderen Talente. Ja, ich weiß. Unsere Augen haben euch beobachtet. Sie haben sich auf euch konzentriert, seit ihr das Reliquiar der Sterne betreten habt. Wer seid ihr? Ich habe die Ehre, zu den Dämmerranken-Waldläufern zu gehören. Wir sind direkt König Kamoran Eradan, dem Herrscher der Waldelfen, unterstellt. Wir schützen seine Herrschaft vor allen inneren wie äußeren Bedrohungen. Warte, was? Das ist gar nicht die Karkstein-Quest? Was für Bedrohungen? Der Bürgerkrieg in Gratwald endete schon vor einem Jahr. Doch die Schwarzsaft-Rebellen treiben in einer Stadt namens Korberg, nordöstlich von hier, nach wie vor ihr Unwesen. Mit eurer Hilfe können die Dämmerranken die Rebellion beenden. Wenn ihr mögt, werde ich ein Portal an einen sicheren Ort öffnen. Korberg... Ich dachte mal, das wäre der Typ, der mir auflauert, weil hier gab es immer einen... Moment, das brechen wir mal eben ab. Hier gab es nämlich immer einen, der hier rausgekommen ist und ich dachte mal, dass er das gewesen ist, der uns auf den Weg nach Karkstein führt. Aber das macht er anscheinend nicht. Der führt uns nach Korberg. Ich schaue jetzt mal eben. Korberg war doch irgendwo hier oben. Genau, hier. Ist jetzt die Frage... Seitdem ihr das Reliquiar der Sterne betreten habt. Ah, okay, das wäre dann das hier wiederum gewesen. Und hier ist Korberg, genau. Also das heißt, entweder
Die wird gar nicht angezeigt. Moment, seltene Importe? Hatte ich das hier unten nicht auch? Das ist der Bogen. Ich meine, ich hätte eben noch irgendwo was von seltenen Importe gelesen hier unten. Was jetzt aber wieder weg ist. Keine Ahnung. Ich dachte, das führt da nach oben. Ich weiß es nicht. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, dass wir dann hier oben dieses seltene Importe... Ich bleibe mal hier stehen, damit ich das nicht vergesse tatsächlich. Jetzt werden hier zwei Quests angezeigt. Ach, hier unten. Ha, da habe ich es gelesen. Aber hier auch, oder? Im Griff des Schwarzsafts. Vielleicht sind das doch zwei unterschiedliche Quests. Ich habe absolut keine Ahnung. Damit wir da jetzt nicht komplett durcheinander geraten und damit wir jetzt hier... eigentlich wollte ich unten weitermachen, aber gut, es sind halt auch Gratwald-Quests und ich bin jetzt gerade hier oben. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge werden wir uns dann das, was er zu sagen hat, nochmal in Ruhe anhören. Dann nach Chorberg gehen, ja, und dann entweder ein oder zwei Quests machen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es hört sich eher so an, als ob das zwei verschiedene Quests sind, denen wir dann da begegnen werden. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.